Hallo und willkommen auf Football Therapist für dieses besonderes Video, denn ich habe hier schon lange nicht mehr über Daten geredet, aber wir werden auch nicht nur darüber sprechen, denn es wäre ein Fehler, die Revolution auf diesem Niveau als einzigen Faktor für den Wiederaufstieg des TFC zu betrachten, der sich in der Liga etabliert hat. Man kann sogar von einer Wiederauferstehung sprechen, dass dem Verein in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts ziemlich schlecht ging. Abstiege wurden mehrmals nur knapp vermieden, bevor Toulouse 2020 in die Ligue 2 als klarer Tabellenletzter abging. Und in dem Jahr änderte sich alles, als der amerikanische Fonds Redbird Capital Partners Eigentümer wurde, dessen Shareholder der berühmte Billy Bean ist, der die Verwendung von Statistiken im Sport populär gemacht hat, zuerst mit seinem Baseballverein für diejenigen, die Moneyball kennen. Als langjähriger Bewunderer und Freund von Billy Bean ist es nicht verwunderlich, dass Damien Comolli selbst zum Präsidenten von Toulouse ernannt wurde, als diese von Redbird aufgekauft wurden. Er war zuvor Sportdirektor mehrerer großer Vereine und ein Pionier in der Verwendung von Metriken im Fußball. Doch bevor wir über Daten sprechen, wo Comolli aus seinen Fehlern gelernt hat, muss einer wissen, dass diese Wiederauferstehung des TFC sicherlich nicht möglich gewesen wäre, wenn Comolli es nicht geschafft hätte, zum Zeitpunkt der Übernahme alle Mitarbeiter in sein Projekt einzubinden, als viele sich Sorgen machten, was darauf werden würde. Comolli versuchte zunächst, das Umfeld des Vereins zu verstehen, indem er alle Angestellten des TFC befragte, aber auch wichtige Personen in der Stadt, ehemalige Spieler und Fans, darunter viele Studenten, da Toulouse eine Studentenstadt ist, um ihre Pläne einfach auf diese Daten zu stützen, indem sie festlegten, welchen Spielstil sie wählen sollten, aber zum Beispiel auch, um herauszufinden, was die Leute dazu bringen würde, öfter ins Stadion zu kommen und auch etwas, das herauskam, was war das Einzige, das in den letzten Jahren gut gelaufen war, war die Akademie. Also der Plan ist jetzt, dass die erste Mannschaft so spielt wie die Akademie und nicht umgekehrt, um die Eigengewächse besser zu integrieren. Aber was sie beim TFC seit Comollis Ankunft vor allem gut integriert haben, sind die Neuzugänge und hier kommen wir zu dieser Revolution durch die Daten. Über die Firma Zellus Analytics, die zu Redbird gehört, halten Toulouse 70 als interessant eingestufte Ligen unter Kontrolle, was 40.000 Spielern entspricht. Da der Verein nicht das Geld hätte, all diese Spieler per Video oder vor Ort zu verfolgen, können sie mit den von Zellus entwickelten Algorithmen diesen Pool auf einige hundert Spieler reduzieren, die danach von den Scouts des TFC nicht nur anhand von Daten, sondern auch anhand von Videos und eventuell sogar vom Stadion aus analysiert werden. Zunächst wird also ein statistischer Filter von Zellus Analytics erstellt, bevor der Spieler eingehend untersucht wird. Und wenn man von Daten spricht, muss einer wissen, dass fast alle Vereine diese fortgeschrittene Statistiken heutzutage durch die verschiedenen Anbieter zur Verfügung haben. Der Schlüssel dabei liegt also eigentlich in der Entwicklung von Algorithmen auf der Grundlage von diesen Daten, weshalb die Vereine, die mit Big Data in Verbindung gebracht werden, in der Tat über echte Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in diesem Bereich verfügen, in denen Mathematiker, Physiker, Statistiker, Ingenieure und so weiter angestellt sind oder, wie im Fall von Toulouse, eine Firma damit betraut ist. Und die Grundlage aller Algorithmusforschung bei Zellus und anderen Vereinen ist es, herauszufinden, wie sehr das, was ein Spieler tut, die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein Tor zu schießen und wie sehr es die Wahrscheinlichkeit erhöht, kein Tor zu kassieren, was darauf hinausläuft, zu untersuchen, wie sehr jede Aktion des betreffenden Spielers möglicherweise die Balance der Expected Goals, der berühmten XGs, beeinflussen kann. Auch wenn dies eine sehr geschlossene Welt ist, gibt es dennoch ein Beispiel für einen Algorithmus, der berühmt geworden ist. Als er bei Caen spielte, war Kanté der Spieler, der nach einer Balleroberung seinerseits die meisten Pässe spielte, die zu Torchancen führten. Und um das zu tun, musste er schon eine gewisse Anzahl an Balleroberungen haben, also es gab wahrscheinlich schon eine gute Antizipationsfähigkeit dahinter. Und er antizipierte sicherlich auch, indem er sich bereits Informationen darüber holte, wo er den Ball dann spielen könnte. Wenn wir also auf die Idee der Expected Goals seiner Mannschaft zurückkommen, war die Wahrscheinlichkeit, dass Kant diesen Wert signifikant erhöhen würde, vor Kantes Interventionen sehr gering, was nach seinen derartigen Aktionen oft nicht mehr der Fall war, da Kant tendenziell eher in der Lage war, gefährliche Abschlüsse zu erzielen. Was Toulouse dann auch froh zu haben, ist ein Translationsalgorithmus, wie sie ihn nennen, der dazu dient, abzuschätzen, wie gut sich ein Spieler X an die Ligue 1 anpassen kann, je nachdem in welcher Liga er spielt und wie lange er wahrscheinlich brauchen wird, um sich anzupassen.
Auf eine etwas andere Art und Weise wird eine solche Studie auch durchgeführt, wenn der Verein einen neuen Trainer sucht, um sicherzustellen, dass der von der Vereinsführung gewünschte Spielstil mit dem des Trainers harmoniert. So wurde Philippe Montagnier tatsächlich ausgewählt. Mit einem fünfsprachigen Teammanager, der die Eingewöhnung der Neuzugänge erleichtern soll, die alle auf ihre Mentalität hin untersucht werden, bevor man sich für sie entscheidet, wird der menschliche Aspekt von den Daten sicherlich auch nicht vernachlässigt oder besser gesagt von der künstlichen Intelligenz, denn es ist heute offenbar auch möglich, die Aussagen, die die Spieler in den Medien machen und ihre Aktivität in den sozialen Netzwerken automatisch zu analysieren, so dass man vorab ein psychologisches Profil erstellen kann. Vielleicht spielt hier auch das Videospiel Football Manager eine Rolle, denn Comolli sagte 2020, dass sie auch ihre Datenbank nutzen würden, um ihre eigene zu ergänzen. Da es sich hierbei nicht um etwas Gewöhnliches handelt, hatte diese Aussage viele Menschen skeptisch gemacht und das sogar ein wenig zu Recht, denn Comolli hatte nicht immer den Erfolg, den er heute in Südfrankreich genießt. Einige erinnerten sich nämlich insbesondere an die enormen Summen, die er für Andy Carroll und Downing ausgegeben hatte, als er in Liverpool war, wo er von den Daten in die Irre geführt worden war. Er dachte, dass seine Reds mit dem besten Flankenfinisher Andy Carroll und mit dem besten Flankengeber Downing auf dem Markt zu einer Tormaschine werden würden, aber er unterschätzte wohl die Tatsache, dass ein solcher Spielzug eben einfacher verteidigt werden kann als ein unberechenbarer, vielseitigerer Angriff. Alles deutet darauf hin, dass Comolli die Bedeutung bestimmter Statistiken überbewertet hat, weshalb er seither einen regelrechten Prozess der Entscheidungsfindung im Verein eingeführt hat, um Verzerrungen zu vermeiden. Er trifft nie eine Entscheidung, ohne dass eine andere Person vorher Gegenargumenten sucht, an die er vielleicht nicht gedacht hätte. Und dann beim Scouting diskutieren immer etwa fünf Personen nach folgendem Plan. Die Frage wird gestellt, jeder denkt in seiner Ecke drüber nach, die Schlussfolgerungen werden ausgetauscht, um eine Tabelle mit den verschiedenen Möglichkeiten und ihren Argumenten zu erstellen, während jeder anschließend wieder Zeit hat, sich alleine eine Meinung zu bilden, bevor die Entscheidung dann in der Gruppe getroffen werden kann. Ein weiterer Weg, den Comolli beschreitet, um bessere Entscheidungen auf allen Ebenen zu fördern, ist, eine Frau in die Gruppen aufzunehmen, eine Idee, die er direkt aus den USA übernommen hat. Dort hat man nämlich festgestellt, dass wenn nur Männer diskutieren, dies in einem Kampf um Testosteron statt um Argumente enden kann, wie Comolli sagen würde. Während die Männer darauf warten, sich besser zu benehmen, wenn eine Frau anwesend ist. Natürlich ist das kein allgemeines Gesetz, aber abgesehen von ihren Fähigkeiten ist es ein Vorteil, den diese angestellten Frauen einbringen können. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die erste Profi-Scout Frankreichs, Julia Arpizou, beim TFC anzutreffen ist. Im Allgemeinen sucht Comolli dort, wo andere es nicht tun, um seinen Verein zu verbessern. Und zwar nicht nur, indem er Spieler aus der zweiten niederländischen Liga oder aus Bulgarien holt, weil sie dort billiger sind, sondern auch, indem er zum Beispiel die Dienste des Einwurftrainers Thomas Kronemark in Anspruch nimmt. Es bleibt abzuwarten, ob der TFC in Zukunft auch in anderen Bereichen führend sein wird, aber sicher ist, dass Comollis Arbeit nach einer solchen Wiederauferstehung mit einer Stadt, die sich mit ihrem Verein versöhnt hat, mit tollen Wertsteigerungen und einem großartigen Coup auf dem Transfermarkt, sicherlich auch beim AC Mailand, dem anderen Fußballverein, der Redbird Capital Partners gehört, ins Auge gestochen ist. Anfang des Jahres gab es Gerüchte über einen möglichen zukünftigen Wechsel des französischen Präsidenten zum Lombard Club, aber selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, wird man die Arbeit dieser beiden Vereine aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit Sirius Analytics weiterhin genau beobachten müssen. Und selbst wenn er eines Tages die Redbird Gruppe verlassen sollte, wird man auch darauf achten müssen, was Comolli tut, denn weitere Wiederauferstehungen dieser Art könnten mit ihm nochmal passieren. So, das war schon von mir. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnlichen Inhalte verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit jemandem zu teilen, den du kennst. Das würde mir sehr helfen, mehr als du denkst. Ciao, ciao!